Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und auch diese Episode wird dir wieder präsentiert von meinem Kooperationspartner Red Devil's Taste, deinem Shop für alle Produkte rund um feurig scharfe und dabei handgemachte Spezialitäten mit Chili. Selbstverständlich auch zuckerfrei und das Coole ist, die kannst du wunderbar als therapeutischen Skill einsetzen, wenn du Suchtdruck hast. Ich verwende die Dinger selber, wenn ich Suchtdruck habe, ab der Schärfeskala 6, also irgendwas zwischen 6 und 9. Und kann dir sagen, die Dinger helfen effizient. Und da kannst du auch gerne Adriano von Rush Sleep Crack Repeat fragen. Der hat die auch ausprobiert und der wird dir genau das Gleiche sagen. Es funktioniert. Denn an eine Sache denkst du hundertprozentig nicht mehr und das ist Konsum. Und das Schöne ist, du kannst sie ganz unauffällig wie einen ganz normalen Bonbon zu dir nehmen und keiner in deiner Umgebung wird merken, dass du das gerade tust, weil du Suchtdruck hast. Und das ist ja auch schon die zweite Episode, die von Red Devil's Taste präsentiert wird. Und direkt nach der ersten Episode habt ihr mir eure Bestellungen geschickt per Foto und ich freue mich riesig, dass die Dinger ankommen und auch riesig über das Feedback, das ihr mir geschickt habt, dass die euch auch helfen. Wenn du dich dafür entscheiden solltest, jetzt auf Red Devil's Taste vorbeizuschauen. Den Link findest du unten in den Shownotes. Dann spare gerne noch 10%, indem du meinen Gutscheincode verwendest. Sucht und Ordnung 10. So, und damit komme ich zu den Danksagungen für eure Spenden. Denn ihr habt auch diese Woche wieder gespendet. Ey, mega krass. Einmal an jemand Unbekannten. Danke für dein Steady-Abonnement. Mit 3 Euro monatlich freue ich mich sehr drüber. Liebe Grüße und schön, dass du Teil der Sucht und Ordnung Family bist und auch Hörer der Junkies aus dem Web. Dann möchte ich mich bei Chris bedanken. Chris hat 20 Euro gespendet. Herzlichen Dank, Alter. Almut, 10 Euro. Vielen, vielen lieben Dank, Almut. Thomas, auch mit 10 Euro. Und auch dir, Thomas, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Alter, ich freue mich immer unglaublich, dass so viele Unterstützer am Stissel sind. Das ehrt mich tatsächlich mega und gibt mir auch Kraft. Also vielen Dank an euch alle. Super, super nice. Gerade jetzt in dieser Gründungsphase, wo ich eine Menge Stress habe, bedeutet mir das umso mehr. Damit ihr so ein bisschen wisst, was hier abgeht, gerade wieder bei mir. Ich war gestern, ja, ich nehme das am Mittwoch auf, also ich war am Dienstag in Hamburg bei den Guttemplern. Dort wird die erste Episode für den neuen Podcast der Guttempler, der durch mich moderiert wird. Vielen lieben Dank an der Stelle, dass ich das machen darf. Am 5.3. kommen. Am 5.3., da werde ich aber auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ja, dürft ihr gespannt sein. So, da werden wir so ein bisschen, was sind denn überhaupt die Guttempler, Alter? Bin ich jetzt in einer Sekte gelandet oder was? Das erfahrt ihr auf jeden Fall am 5.3. in der ersten Episode des dort ausgestrahlten Podcasts. Ansonsten halt, wie gesagt, der ganz normale Daily Business-Stress. Ich bin gerade dabei, den Shopify-Shop aufzubauen und hab mir mal generell eine Übersicht gemacht, wie viel Wochenstunden ich arbeite, da das bei Gewerbetreibenden immer so ein bisschen schwammig ist, habe ich einfach geguckt, wie viel Stunden investierst du eigentlich im Monat in welche Tätigkeit und habe die dann durch die 4 Wochen gerechnet und die Alarmglocken sind auf jeden Fall angegangen. Ich bin so bei 70, 75 Stunden. Und da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich da reduziere. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich irgendwie meinen Social-Media-Konsum ein bisschen einschränken werde und schaue einfach mal, wo ich optimieren kann. Aber auf jeden Fall ist das gut zu wissen, ey, wo geht denn eigentlich meine Zeit hin und wo vergesse ich vielleicht den Roman bei der ganzen Sache. Ich musste mich daran erinnern, dass ich ja einen Vertrag mit meinem inneren Kind abgeschlossen habe, welches ich ehrlicherweise in den letzten Wochen vergessen habe. Aber da gehen wir hin, kümmern wir uns wieder drum
und haben wieder gemeinsam Spaß. So, jetzt aber zur Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. 5, 4, 3, 2, 1, go! Heute ist Drug Talk Time und ich habe als Gast den Lukas am Start. Lukas ist 27 und der Betreiber der Instagram-Seite Süchtig Glücklich. Er war selber Konsument, hat verkauft, hat alles Mögliche konsumiert. Kokain, Cannabis, Nikotin, Alkohol, eine Spielsucht entwickelt. Darüber werden wir allerdings auf jeden Fall im Gespräch noch quatschen. Und abzusehen war das eigentlich nicht, weil behütet aufgewachsen. Hi Lukas, schön, dass du da bist. Mahlzeit, grüß dich. Mahlzeit, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Alles Fall. Schön. Ist eigentlich immer so die schwierigste Frage, ne? Boah, ich habe schon echt, also ich habe mir Antworten schon aufgeschrieben, wie es mir geht und so, aber konnte es lösen. Ja, cool. Na du, ganz ehrlich, ich muss manchmal echt nachdenken, wenn die Leute mich fragen, wie geht's dir? Mhm. Weil es ist ja so, also ich kenne es noch so aus dem Business, sondern es ist ja so einprogrammiert, dass man sagt, ey, gut, danke, und dir? Und dann sagt der andere gut und dann ist vorbei, Smalltalk beendet. Definitiv, also ich denke auch die wenigsten Menschen antworten auch wirklich ehrlich, ne? Also wie oft sagt man, ey, ja, alles gut, um nicht irgendwie weiter ins Gespräch verwickelt zu werden oder, ja. Ja, weil man auch vielleicht denkt, also selbst wenn ich dem jetzt irgendwie meine Sorgen erzähle, so, das interessiert ihn doch eigentlich gar nicht. Das ja, war auch genau. Eine Floskel. Dicker, meine erste Frage, warum ist Sport der Ausweg aus der Sucht? Ich glaube, es gibt so viele positive Aspekte von Sport und bei mir war das halt immer, ich brauche diesen Ausgleich, weil ich so ein mega aktiver Mensch bin und ey, wenn du dich mit Sport beschäftigst, wenn du dich mit Ernährung beschäftigst und gar keinen Platz, sage ich mal, für andere Gedanken, für negative Gedanken lässt, das war für mich damals wirklich bis heute das Nonplusultra, um nicht irgendwie rückfällig zu werden. Was machst du für Sport? CrossFit. Also ich sag mal, ich bin auch gar nicht so lange jetzt, aber 3 Jahre oder so. Mhm. Das erste Jahr habe ich standardmäßig im Fitnessstudio, sag ich mal, gepumpt und so. Aber das wurde mir schnell zu langweilig, weil ich halt, ich weiß nicht, du kannst dich im Gewicht steigern, du kannst in die Wiederholung steigern, aber du bist halt trotzdem an feste Bewegungsabläufe und so gebunden, an irgendwelche Maschinen, wo du wirklich von vorne bis hinten deine Bewegung vorgegeben bekommst und weiß ich nicht, das ist mir nach einer Zeit einfach zu stupide gewesen. Okay, ja, diese ganzen Isolationsübungen, ne, sieht zwar irgendwann nett aus, aber das war's dann auch schon. Also ja, Stabilisatoren genau. Werden da gar nicht oder wenig trainiert. Ja. Ich bin ja selber so, Bodybuilding war immer so mein Favorite, weißt du, und jetzt mache ich seit funktionales Training irgendwie seit, keine Ahnung. Gesehen, ne? Genau. Mega, richtig geil. Alter, ich feiere das total und das ist auch eine ganz andere Art von. Also das sehe ich nicht als Arbeit, das sehe ich als Herausforderung. Ja, und es ist, macht auf jeden Fall eine andere Art von Erfolgserlebnis, weil du gehst wirklich ans Limit so und ja, das, genau. Das hat ein bisschen was vom Konsum, ne? Auf jeden Fall. Also ich bin auch, weiß ich nicht. Mein Ziel ist nicht irgendwie 35 Zentimeter Bizeps aufzubauen oder eine dicke Brust zu haben oder so. Keine Ahnung. Und dann sagt jemand zu mir, lauf mal die Treppe hoch. Und du läufst irgendwie 20 Stufen und bist im Arsch, weißt du? Mein Ziel ist es halt irgendwie, einen athletischen Körper zu haben und einen gesunden Körper zu haben, der mich im Alltag begleitet und nicht irgendwie, keine Ahnung, einen breiten Rücken oder eine große Brust oder so. Also, ja, dieses Komplette, dieses Funktionelle halt, ne? Finde ich gut. Und das war für dich als auch tatsächlich der Ausweg aus der Sucht? Definitiv. Also ich glaube, da bin ich so mehr der Einzelfall, aber wie gesagt, ich habe nach dem Entzug keine ambulante Therapie, keine psychologischen Gespräche oder so mehr geführt. Mir tatsächlich zu 100% der Sport herausgeholfen. Ach crazy, du hast nur den Entzug gemacht. Und das, ja, also ich war 8 Tage im Entzug und danach habe ich nie wieder irgendwie eine Therapie oder irgendwas, eine Entwöhnungstherapie, nichts mehr gemacht. Das war 2015, ne? Genau, seit dem 5.5.2015, wenn ich clean. Okay, nice. Und wie lange hast du konsumiert?
Weit über 5 Jahre. Also, ja. Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch da mal ansetzen. Wie hat das angefangen? Wie ist der kleine Lukas zu den Drogen gekommen? muss ich jetzt über meine Vergangenheit sprechen? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Du weißt schon, dass du nur 12 Minuten bist. Halt. Das ist ja alles. Ja, ja, check, komm. Nee, also ich glaube so mit 13, 14 klassisch das erste Mal Alkohol getrunken, das erste Mal eine Zigarette gezogen. Also ich denke mal, das gehört ja schon zu Suchtmitteln dazu. Das vergessen natürlich immer sehr, sehr viele. Dann mit 15, 16 glaube ich das erste Mal einen Joint gezogen, damals noch überhaupt keinen Gefallen dran gefunden. Und dann, ja, 2, 3 Mal wieder versucht, immer mit älteren Menschen abgehangen und dann Gefallen angefunden am Kiffen. Dann kam später in die Gruppe noch Amphetamine, dann klassisch Ecstasy und ja, es hat sich halt so langsam aufgebaut, ne? Und das alles innerhalb von 5 Jahren. Lass uns mal ein ganz kleines bisschen genauer raufschauen. Also Kippen und Alkohol mit 13. Ich glaube, das ist so der Standard. So fängt, glaube ich. Also ich glaube, weit über 90% der Leute, die konsumieren, fangen genau so an. Ich habe auch so angefangen. Also viele sagen dann immer, kiffen das erste Mal und sag mal, vergessen komplett dabei, dass sie vorher schon mal Alkohol getrunken haben oder so. Mhm. Ja. Und als mit 13 das erste Mal Cannabis, wie kam es dazu? Also wolltest du dabei sein irgendwie oder? Genau, also ich glaube, das war tatsächlich irgendwie während der Schulzeit, also nach der Schule. Wie gesagt, immer mit älteren Freunden abgehangen und das war so Standard bei denen in der Gruppe und dran gezogen, aber überhaupt keinen Gefallen dran gefunden. Also direkt schwindelig geworden und dann hatte ich wenig später das erste Mal Bong probiert mitten im Sommer auf dem Balkon vom Freund und bin da komplett zusammengebrochen. Also ich glaube zwei, drei Mal am Joint gezogen vorher und dann direkt einen dicken Kopf geraucht und ich bin komplett abgekackt und Schweißausbrüche. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Okay, shit. Also war es richtig, richtig breit. Auf jeden Fall. Gerade im Sommer, das ist eine heftige Nummer. Wie war das Gefühl, so richtig straff zu sein? Also war das die Initialzündung zu, ey, das ist ja ganz nice, das mache ich weiter? Nee, definitiv nicht. Also wie gesagt, Das war Hochsommer und ich lag nachher nur noch auf dem Boden oder saß im Stuhl, war klitschnass geschwitzt und es ging nichts mehr. Ja, also tatsächlich der Auslöser war dann irgendwann später. Okay, also mit 13 erstmal abgeschreckt, erstmal und dann, was war, also wenn du dann keinen Bock auf Gras hattest, hast du erstmal ganz normale Schule weiter durchgezogen? Ja, genau. Also wie gesagt, das war nur so ganz, ganz selten zu diesem Zeitpunkt. Richtig angefangen hat es dann wirklich erst, sage ich mal, so in der 10. Klasse, so mit 15, 16, wo man dann doch nochmal wieder versucht hat und ja, schließt sich so langsam ein, dass es halt doch wirklich mir gefallen hat, ne? Okay. Ich kann mir vorstellen, du bist ein Hamburger Junge, ne? Ja, genau. Also ich wohne in der Nähe von Hamburg. Ich kann mir vorstellen, dass man da relativ früh an den Schulen mit Stoff in Verbindung kommt. Also tatsächlich in der Schule in Hamburg direkt war ich nicht. Also ich komme eigentlich vom Dorf. Zur Schule gegangen bin ich in Bad Segeberg. Das sagt wahrscheinlich keinem was. Das ist so, sag ich mal, Lübeck kennst du? Zwischen Lübeck, Hamburg und so. Also so eine Kleinstadt. Okay. Ich habe davon gehört, Bad Segeberg. Ja? Lübeck habe ich selbst, hatte ich mit Schmörri, da habe ich gearbeitet eine Zeit lang. In Hamburg habe ich auch gearbeitet. Ich war so als Fotograf in ganz Deutschland unterwegs und so ein paar Städte kennengelernt. Das ist total geil gewesen. Okay, und dann also ganz normal Schule. Wie ging es denn, ab wann begann dein problematisches Konsumverhalten und wie ist es dazu gekommen? Tatsächlich auch in der 10. Klasse von der Realschule. Die 10. Klasse habe ich dann auch wiederholt wegen meines Konsums. Es war halt, keine Ahnung, im Dorf immer neue Sachen ausprobieren, dann immer mit den gleichen Freunden abgehangen und dann der eine mal was mitgebracht und dann der andere und ja, so schließt sich das wirklich halt nur mit Cannabis anfangs ein, ne? Und also bei uns, ich kann mich erinnern, bei uns gab es immer den grünen Donnerstag, da haben wir vor der
Schule geraucht, so donnerstags halt, sind breit in den Unterricht gegangen und getrunken haben wir da aber auch. Wie sah es mit dem Alkoholkonsum zu der Zeit aus? Ja, auch nicht gerade gut. Ne? Also da wurde nicht in der Woche getrunken oder so, aber Wochenende war immer Vollgas. Also Freitag besoffen, bis nichts mehr geht, Samstag. Also das ganze Wochenende quasi saufen und kiffen, Standard so mit 15, 16. Okay. Verstehe. Und 10. Klasse hast du denn abgeschlossen mit, was für ein Abschluss? Realschule. Also die 10. Klasse habe ich nochmal wiederholt, ne? Weil ja. Ich eigentlich weniger in der Schule war als Bei mir war es die 9., Alter. Und die 10. haben mir nur den Abschluss gegeben, damit sie mich nicht mehr sehen müssen. Das ist tatsächlich so, Alter. Die haben mich richtig gehasst, aber okay, und aber Realschulabschluss. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss bekommen. Irgendwie. Ich war einer von zwei Leuten auf der Realschule, die einen Hauptschulabschluss gekriegt haben. das war schon ziemlich, da denkst, also in dem Moment habe ich nicht drüber nachgedacht, aber so, eigentlich war das so hart deprimierend, so, ja, das ist genau. Ich glaube, in dem Moment, in dem Alter, ist es dir scheißegal, also. Ist so. 10. Klasse, wie ging das denn weiter nach der 10. bei dir? Hast du eine Ausbildung angefangen? Genau, also da ging tatsächlich auch, es ganz, ganz schnell mit mir bergab. Also ich war früher extrem sportlich. Ich habe Fußball gespielt, auch, sage ich mal, so Stützpunkt, also das ist so Auswahl und Tennis gespielt, Laufen. Also mein ganzes Leben, mein ganzer Alltag bestand vorher quasi aus Sport. Es wurde natürlich schon weniger mit dem Konsum und so, aber ich habe immer noch Sport gemacht. So, und mit Anfang der Ausbildung, also ich habe eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik gemacht. Keine Ahnung, wie und wie ich da angekommen bin überhaupt. Meine Mutter hat Bewerbung für mich geschrieben, weil ich, mir war alles egal. Echt? Ja, also, scheiße. Ja, also, ey, hast du Glück, dass deine Mom da war? Auf jeden Fall, wenn ich da meine Mutter nicht gehabt hätte von zu Beginn da schon, dann keine Ahnung, wie das mit mir weitergegangen wäre. Ja, auf jeden Fall diese Ausbildung angefangen in Hamburg und dadurch musste ich halt mit dem ganzen Sport aufhören. Fußball aufhören, Tennis aufhören, weil da für einfach keine Zeit mehr war. Ich musste mit dem Motorrad, also damals war ich 16, hatte A1-Führerschein, bin dann bei Wind und Wetter jeden Morgen mit diesem Motorrad zur Ausbildung gefahren und da war einfach keine Zeit mehr. Okay. So, und dadurch, dass ich mit diesem ganzen Sport aufhören musste, hat mir halt dieses fehlende Ventil gefehlt. Ne? Ich war unausgelastet, die Ausbildung war scheiße, ich war unzufrieden. Vom ersten Tag, wo ich da war, hatte ich keinen Bock mehr drauf und hab halt dieses Ventil dann anfangs in Cannabis gefunden und dann halt, kamen die anderen Sachen ganz, ganz schnell dazu, ne? Okay, verstehe. Weil es war tatsächlich einfach keine Zeit mehr oder die Prioritäten haben sich verschoben für den Sport? Nee, es war tatsächlich keine Zeit. Also ich musste zum Fußball allein, zum Fußballtraining, da musste ich über 40 Minuten im Bus fahren. Und dann nach Hause, ich war einfach im Arsch von der Ausbildung, wenn du nie arbeiten warst und dann wirklich körperlich den ganzen Tag arbeiten musst, dann bist du kaputt, ne? Und ja. Lager ist auch keine leichte Sache, ne? Also. Nee, also das war wirklich schon nicht ohne. Verstehe. Okay, und das heißt, du hast dir quasi komplett deinen Ausgleich aus dem Leben entfernt und da musste ein Ersatz her. Also da war ja ein Loch dann einfach da. Yes. Und das war dann der Stoff Cannabis und Wie kam es denn zum, also was war denn die nächste Substanz? Amphetamine oder? Genau, ja, also wie gesagt, ich glaube das erste halbe Jahr oder so war das nur Cannabis, auch dann nicht täglich und so, aber halt schon regelmäßig. Und nach diesem halben Jahr, dann konnte man schon echt sagen, der Cannabiskonsum so war Standard. Wenn ich nach Hause gekommen bin, war nicht der Weg erstmal nach Hause zum Essen, sondern zum Kumpel in die Bude, um einen zu rauchen. Und dann so nach einem halben Jahr schließe ich dann das erste Mal Amphetamine ein, hat jemand halt so weißes Pulver auf den Tisch gelegt und jung wie man war und ich war halt so, dass ich immer alles probieren wollte, gar keine Gedanken gemacht und rein damit, ne? Okay, und also oft ist es ja so, dass man bei Amphetaminen hört, ey, wir haben das ja auch nur, es macht ja nur wach so und deswegen wurde es auf einmal so Standard. War das bei dir auch so? Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, erst war das wirklich so am Wochenende einmal oder so und hat mir dann direkt gefallen. Und ich glaube, nach dem ersten Mal war erstmal wieder 3-4 Wochen Pause und
Ich glaube wirklich so, das erste Jahr war das nur am Wochenende, ne? Es ist dann wirklich scheißegal, was zu welcher Uhrzeit und ja. Okay. Und du hast ja irgendwann mal beschrieben, ich glaube in einem Live mit Razer, dass du dir alles Mögliche reingehauen hast irgendwann. Woran lag das? Also war es nur noch der. Nee, fragen wir anders. Woran lag das? Tatsächlich daran, dass ich immer alles ausprobieren wollte und gerade, weil mir dieses Amphetamin, dieses Wachsein und so gefallen hat, ja, halt ausprobieren. Ich war jung und wollte jeden Scheiß mitmachen. Ich war schon immer beim Scheißebauen ganz weit da vorne und alles, was so greifbar war, was man bekommen hat, wurde ausprobiert. Ne? Okay, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen ausprobieren und süchtig sein. Warum ist es bei dir nicht beim Ausprobieren geblieben? Weil es mir halt wirklich mehr als gut gefallen hat. Ne? Also kann ich dir gar nicht so wirklich sagen, warum es nicht beim Ausprobieren geblieben ist. Ich bin halt ein Mensch, wenn mir etwas gefällt, ich glaube, das ist so dieses typische Suchtverhalten, wenn mir etwas gefällt, dann habe ich den starken Zwang, das zu wiederholen. Ich habe einfach dieses Verlangen in mir, das war geil, du musst es nochmal machen. Okay, verstehe, das ist der neue Standard. Ja, genau. Okay. Ja, ich sehe da eine Parallele auf jeden Fall, deswegen habe ich da so ein bisschen nachgehakt, weil das bei mir auch so war. Immer wenn ich irgendwas gefunden habe, was mir gefallen hat, dann war das auf einmal fest etabliert, so. Ja, ja. Und das ist teilweise heute noch so, wenn ich. Bei mir auch. Krass, ne? Also gerade was so, wir sind ja beide addicted für Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn dann irgendwo ein Verhaltensmuster auftaucht, wo man sagt, Alter, geil, das tut mir gut, dann wird das fest etabliert, so nach dem Motto. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich muss auch jetzt im Alltag mal aufpassen. Wir haben uns mal kurz überhalten über so Booster und so, da muss ich echt, also ich merke, wenn ich zum Sport gegangen bin und mir vorher so einen Booster geknallt habe, richtig geil, also du kannst ja viel mehr heute reißen und so. Und dann habe ich wirklich so Phasen gehabt, wo wirklich ein, zwei Wochen hier lang jeden Tag vom Training einen Booster trinken mussten. Ne? Aber da muss man natürlich, sag ich mal, anders reflektieren und denken, ey Lukas, wach mal auf, pass auf, du musst hier aufpassen, dass du nicht vor jedem Training dir irgendwie so einen Booster reinknallst, weil das nicht gesund ist. Vor allen Dingen, schau dir mal die Rezepturen an. Das ist gar nicht weit weg von Amphetamin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da gibt's ja etliche mit Stimulanzien und dem ganzen Scheiß, ne? Also wenn da draußen jemand Sport macht und auch den Sport nutzt, um aus der Sucht rauszukommen, was erstmal ein richtig gutes Ding ist, ne? Dann passt bitte bei Boostern auf, wenn ihr eine Amphetaminabhängigkeit hattet. Die Rezepturen sind tatsächlich nicht sehr, sehr weit voneinander entfernt. Stimmt, wir hatten irgendwann mal über Booster geschnackt. In welchem Zusammenhang war denn das? Da hatte ich, glaube ich, so ein Bild gepostet oder so. Only one scoop of Booster, wo ich irgendwann mitten in der Nacht noch an der Arbeit war. Und da hat es geschrieben, ja, besser lieber gar keinen. Ja, ach so, so war das. Siehst du? Ja, ich habe irgendwann es gibt ja auch so eine übelsten Hardcore-Booster und die habe ich dann irgendwie konsumiert vorm Training und dann war ich irgendwie irgendwo auf dem Film und dachte mir so, ey, scheiß doch mal auf den Booster, nimm doch gleich Koks vorm Training. Ja. Also das ist wirklich ganz, ganz krank. Ich habe auch ganz krank ausprobiert, wo du dann wirklich Augen offen hast, als würdest du gerade eine Nase Koks gezogen haben, aber denkst du dich, Alter, ist völlig, völlig krank. Also dass sowas legal verkauft werden darf, finde ich auch, ja. Es ist wie mit den Pro-Drugs, ne? Also was halt nicht auf der Liste ist, ist halt noch legal. Aber gut, dass wir gerade vom Kokain gesprochen haben. Du hast auch Koks konsumiert und hast die Abhängigkeit auch diagnostiziert bekommen, ne? Ja. Schon gewusst, bei der Herstellung von Kokain werden unter anderem Salzsäure, Kerosin und Schwefelsäure verwendet. Wie kamst du zum Koks? Boah, zum Koks hat sich ziemlich spät, also, boah, wie alt war ich da? 19, 20 oder so, kann ich dir gar nicht so sagen, wie ich das erste Mal Kokain konsumiert habe. Tatsächlich, glaube ich, habe ich das irgendwie vom Dealer bekommen, wo ich sonst irgendwas anderes, Vitamine und Pillen und so gekauft habe. Und dann hat er irgendwie mal wirklich so for free mir so ein kleines Päckchen mitgegeben.
Und ja, also das war, sag ich mal, in diesem Alter noch gar nicht so greifbar für mich und weil es ja auch arschteuer ist, ne? Und als Auszubildender, damals habe ich noch nicht so heftig gedealt, war das überhaupt nicht greifbar für mich, ne? Vom Preis her, meinst du? Ja, yeah, auf jeden Fall. Okay. Verstehe. Ja, du hast es selber schon die Brücke so ein bisschen geschlagen. Ex-Dealer. Yes. Welche Substanzen hast du an den Mann und die Frau gebracht? Willst du das wirklich wissen? Ja, ja, na klar. Alles. Also, es fing an mit Cannabis. Also, ich glaube, das erste Mal habe ich so gemerkt, wo ein Kumpel zu mir gesagt hat, kannst du mir was mitbringen? Dann hast du nicht für einen 20 geholt oder so, dann hast, ja, bist du für 50 Euro was geholt und hast ihm was gegeben, sage ich mal, aber dann übers Ohr gehauen hast du ihn. Genau, aber dann 0,3 Gramm oder so weniger, dass du selber noch eine Tüte rauchen kannst. Und da habe ich wirklich so gemerkt, ey, geil. Und ja, angefangen hat das dann wirklich so mit Gras, dann für 25 Gramm geholt und halt so, sag ich mal, im Freundeskreis immer nur weitergegeben und gemerkt, dass ich mir dadurch meinen eigenen Konsum finanzieren kann. Und später wurden das halt immer mehr. Aus 25 wurden 50, dann wurden daraus 100, bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich ein halbes Kilo oder Kilo zu Hause vor meinen Eltern verstecken musste. Okay. Ja. Und du hast gesagt, du hast alles verkauft. Mhm. Also, wie? Also angefangen hat das wirklich nur mit Cannabis. Dann man lernt ja auch viele, viele andere Leute kennen. Dann in der Berufsschule, während meiner Ausbildung, habe ich dann jemanden gefunden, der Amphetamine da hat und Ecstasy. Und ich war halt immer nur so, dass ich eine größere Menge geholt habe, egal was. Also wirklich. Ist auch preislich interessanter, ne? Ja, yeah, also ich habe nachher PEP verkauft, ich habe Pillen verkauft in großen Mengen, ich habe Haschplatten verkauft in großen Mengen. Also tatsächlich habe ich damit ein Riesengeschäft gemacht mit diesen Haschplatten. Mhm. Also sage ich mal so 100 Gramm gepresste Haschplatten, die du dann im Einkauf, also ich hatte dann eine extrem gute Quelle, 2 Stunden weit entfernt, die du im Einkauf, sage ich mal, für 1-2 Euro kaufst und selbst an Dealer weiter gibst, sage ich mal, und dann nur während der Fahrt, also ich sag mal, fährst 3 Stunden Auto und dann mal guten Tausender drin war, nur fürs Fahren, ne? Also das meinst du jetzt 1-2 Kilo, 1-2 Euro fürs Gramm? Ja, ja, genau. Also ich habe auch wirklich ganz, ganz kranke Mengen abgeholt von diesen Haschplatten. Ne? Okay. Ganz, ganz viel auch auf Kombi bekommen und dann mit meinem kleinen Fiat Panda, weiß ich, 3-4 Kilo Hasch im Kofferraum über die Autobahn, also völlig krank. Warst du selber dein bester Kunde? Tatsächlich nicht, aber ich war schon immer so, dass ich alle meine Freunde, alle mein Umfeld, sag ich mal, for free mit konsumieren hatten lassen. Ne? Also ich habe auf den Tisch gelegt und habe gesagt, Digga, mach, interessiert mich nicht. Also irgendwann hat mich das Geld nicht mehr interessiert und dann habe ich da sich 10 Gramm von irgendwas auf den Tisch gelegt. Hier, bedient euch alle. Okay, das ist spannend. Da bin ich ja direkt drin, Alter. Hast du das gemacht, weil du wolltest, dass die Leute am Start sind, wegen Freundschaften oder wegen Macht? Beides. Beides? Definitiv, um die Leute, sag ich mal, so ein bisschen in der Hand zu haben, dass sie an mich gebunden sind, wenn sie irgendwas konsumieren wollen. Weil die waren natürlich alle happy. Die dachten, ey, der Lukas ist am Start, der hat sowieso irgendwas immer dabei. Lass uns mal bei dem abhängen. Also es waren immer Leute um mich rum. Und zum einen halt, also zum anderen halt wirklich dieses, weiß ich, beliebt sein, ne, sag ich mal. Irgendwie Minderwertigkeitskomplexe versuchen zu komprimieren und ja. Ja, das klingt auf jeden Fall komplett plausibel. Mhm. Deswegen fragte ich, aber ist es, Digga, ist es nicht auffällig irgendwann, wenn du die Leute bei dir abhängen, man verkauft nicht mehr gerade wenig? Also da habe ich nicht mehr nach zu Hause gewohnt. Also ich bin mit 18 ausgezogen. Mhm. Wie gesagt, ich war, damals war das Verhältnis zu meinen Eltern, ich würde mal sagen, bescheiden. Man hat natürlich mit 18 überhaupt keinen Bock auf seine Eltern und dir ist alles egal. Also mit meinem Vater kam ich überhaupt nicht klar, dem konnte ich kein Wort wechseln. Meine Mutter hat immer versucht, das alles zu verstehen, aber die haben das nicht gesehen. Ich habe das immer sehr gut
verstecken können alles. Ne? Also bis zu meinem 18. Lebensjahr ging es halt hauptsächlich, sage ich mal, nur um den Verkauf von Gras und das habe ich sehr, sehr gut verstecken können. Also ich glaube, jeder, der Konsument und Dealer ist, sag ich mal, Geschäftsmann, der weiß, mit der Zeit entwickelst du halt Strategien und so, wie du den ganzen Scheiß verstecken kannst. Und, ne, ich glaube, früher war das, also mit 14, 15 war das so, dass du dich beim Wichsen vor deinen Ex-Eltern verstecken musstest und halt ein, zwei Jahre später musstest du das Gras vor deinen Eltern verstecken. Ne? Okay. Ja, wahrscheinlich hast du das nicht in der gleichen Schublade gemacht. Doch. Okay. Wir hatten damals so einen Schuppen, sag ich mal. Und da war halt in so einer großen Box hatte ich den ganzen Scheiß immer und ich wusste ganz genau, da gehen meine Eltern nicht hin. Und tatsächlich den ganzen Kram immer draußen versteckt. Ne? Nur wenn meine Eltern nicht da waren, dann zum Abwiegen reingeholt. Und ja, also das, wie gesagt, jahrelang ist das gut gegangen, ohne dass meine Eltern was davon mitbekommen haben. Okay, und jetzt gehen wir mal von deinen Eltern weg. Was ist denn mit Cops? Also ich meine, deine Bude ist voll, bei dir klingelt es wahrscheinlich ständig. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da gibt's keine Cops. Gibt's Polizisten, aber ey, ohne Scheiß, das ist ein 1.000, 1.500 Einwohnerdorf und okay. Wenn da mal die Polizei fährt, das ist wirklich ein anderer Fall. Okay, verstehe. Wie gesagt, mit 18 bin ich dann nach Hamburg gezogen. Mein damals bester Freund hat da ein Haus, also ein richtiges Haus in so einer Bonzengegend geerbt. Also wirklich Villen rechts und links neben uns, überall Porsche und nur Dekan. Und Arnsburg oder was? Nee, in Hamburg, Berne. Achso, ah, okay. Also das ist wirklich so, ja, die gehobenere Gegend, sag ich mal, wo Ärzte und sowas alles wohnen und mittendrin halt wir. Also mit drei anderen Kumpels bin ich dann zusammen in dieses Haus gezogen, wo wir keine Miete, keinen Strom, kein Gas, kein Wasser, nichts bezahlen mussten, ne? Okay, klingt erstmal wie ein Jackpot, oder? Auf jeden Fall. Und wie gesagt, in dieser Gegend und Bahnfahrt eine Viertelstunde warst du auf dem Kiez. Ja, das war schon echt. Und dann ging es halt richtig los, ne? Was heißt denn richtig los? Ja, die Mengen wurden größer und du hattest halt nicht mehr, du musstest nichts mehr verstecken. Du warst einfach frei, sag ich mal. Es keinen Menschen gab, vor dem du dich rechtfertigen musstest. Du warst mit drei Leuten, also alles Konsumenten, was sich natürlich dann so gegenseitig ein bisschen hochpusht. Ja, es war immer Stoff im Haus, der Kühlschrank, da war immer Pep drin, es war immer Gras da, es war immer Hasch da, es war, ja. Okay, das heißt, am Wochenende wurden dann die Pillen und so besorgt, also. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass ihr dann neben dem Verkauf auch einfach die ganze Zeit dicht wart. Definitiv. Also ich, wie gesagt, die letzten zwei, drei Jahre meines Konsums, ich habe vor der Arbeit, also ich habe immer noch, sag ich mal, halbwegs gearbeitet, wenn ich da war. Aber halt, wenn ich arbeiten war, ich habe vor der Arbeit mir zwei, drei Köpfe reinziehen müssen, um, sag ich mal, vom Kopf her zu denken, okay, du kommst langsam klar und nachher habe ich vor der Arbeit Nasen gezogen, während der Arbeit Nasen gezogen, nach der Arbeit Nasen gezogen und ja. Nur um mir selbst nochmal so ein Bild irgendwie verschaffen zu können, wie groß war der Umfang des Vertriebs? Also wie viel Speed lag da im Kühlschrank rum? Also im Speed ging es eigentlich, also ich sag mal so höchstens 30, 40 Gramm. Aber also Gras war eure Hauptsubstanz? Ja, auf jeden Fall. Also ohne Gras. Also Gras war immer im Haus und war Standardkonsum. Also bei allen. Wie viel habt ihr da so in der Woche umgesetzt? Also es war wirklich hauptsächlich ich, ne, der sich drum ging. Also okay. Um den ganzen Verkauf und so. Kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen, weil bei mir halt die Spielsucht dazu kam und alles, was ich gewonnen habe, das war nicht wenig Geld, ist gleich in der Spielothek gelandet. Na, so klassisches Novoline-Ding, oder was? Ja, also wie gesagt, Merkur und Novoline, nur Spielothek. Also ich hatte nie ein Problem mit Sportwetten, habe ich nie gemacht, oder Online-Casino oder so. Ich war wirklich extrem so Spielothek, aber es war halt wirklich extrem. Also ich bin, sag mal, wenn ich 1.000 eingenommen habe, bin ich in die Spielothek gegangen, habe mir 6-7 Automaten genommen, habe da überall 200 Euro reingesteckt und das innerhalb von 1-2 Stunden verzockt.
Mit welcher Intention? Was war das? Mit was war der? Was war die Intention? Was hast du gedacht, was du davon hast? Mein Gewinn zu optimieren, zu erhöhen. Ach so, also den Tausender, den du mit Gras schon gemacht hast, wolltest du dann nochmal versechsfachen? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war immer, ich glaube, das habe ich schon öfter erwähnt, ich war immer dieser Mensch, der nie genug kriegen kann. Ich wollte immer alles. Also wenn alle nach 3 Tagen feiern im Arsch waren und immer schlafen wollten, dann war immer so ein Typ in der Gruppe und der sagt, ey, lass uns weiter Gas geben. Komm, da geht noch was, hab andere mit angetrieben. Und das war halt wirklich in allen Bereichen so. Wenn ich in der Spielothek war und dann 1.000 Euro gewonnen habe und, sag ich mal, 200 Euro reingesteckt habe, dann war ich damit nicht zufrieden. Ich wollte mehr. Okay, und am Ende bist du mit wie viel rausgegangen? Mit wie viel Verlust? Nee, ich meine, meistens aus der Spielung mit 0 raus, oder? Ja, definitiv. Also ich sag mal, ein Spielsüchtiger, wenn du wirklich richtig drin bist, dann gehst du nicht mit Gewinn raus, egal wie viel du gewinnst. Es sind vielleicht mal so 1-2 Tage, wo du wirklich mit Plus rausgehst, was dann in den nächsten Tagen natürlich dann wieder drin landet. Aber irgendwann hast du auch so den Punkt erreicht, dann gehst du nicht mehr mit dem Ziel in die Spielothek, was zu gewinnen. Du willst einfach nur, sag ich mal, Minderwertigkeitskomplexe irgendwie komprimieren. Du willst einfach, ja, sag ich mal, den Automaten ficken. Du willst einfach nur Überlegenheit beweisen. Ja, also es geht ja nicht um den Gewinn. Es geht ja um das Adrenalin, um diesen Tunnel. Also es ist wie eine Droge. Ne? Du bist im Tunnel, kannst da irgendwelche Risikosachen, so eine Leiter hochdrücken oder so. Und es ist halt wirklich wie eine Droge. Es ist Adrenalin, Dopamin, was dein Körper ausschaltet und ausschaltet, alles klar. Nee, du, ich kann es gut nachvollziehen, ja. Weil ich habe das vor kurzem bei mir selber beobachtet. So, ich konsumiere zurzeit seit über einem Jahr jetzt nicht, habe aber schon immer so ein bisschen gerne mal gezockt, so gar nicht irgendwie groß problematisch, aber ich erkenne mittlerweile gefährliches Konsumverhalten. Und das ist beim Online-Casino bei mir so Slot-Machines, wo ich mir denke, also wo es genau das ist, was du gerade beschreibst, so, es geht ja gar nicht mehr ums Gewinnen, es geht einfach nur noch darum, irgendwann mal diese Kombination zu sehen. Eigentlich geht es mir nur darum, nur irgendwie Gewinn und Adrenalin, dass du irgendwie Glücksgefühle ausschaltest, ne, also voll crazy, ja, also das ist tatsächlich. Und deswegen habe ich mich auch gerade sperren lassen bei allen Online-Casinos, bei denen ich war. Das Beste, was du machen kannst, auf jeden Fall. Aber es ist halt total einfach, sich bei einem neuen anzumelden. Also selbst da ist es Ich sag mal, so auch leicht. In der Spielothek kannst du ja sagen, du möchtest irgendwie gesperrt werden oder so, aber dann fährst du in die nächste Stadt und gehst da zocken. Also das ist wie mit Substanzengebrauch, ne? Wenn du wirklich willst, dann schaffst du das irgendwie, egal auf welche Wege. Also. Und wie lange hast du gezockt? 3-4 Jahre auf jeden Fall. Also wirklich krass, wirklich so 3-4 Jahre. Und auch da, wenn das interessant ist, ging es wirklich mit dem Einstieg in die Spielsucht, war das klassisch. Ich bin in die Spielothek gegangen. Damals war ich noch 15 oder so, mit einem Perso vom Kumpel, war völlig besoffen auf dem Stadtfest, wusste überhaupt nicht, was ich da machen muss. Hab da irgendwie 5 Euro reingesteckt, besoffen auf irgendwelche Knöpfe gedrückt, hatte keine Ahnung, was ich überhaupt da mache. Und zack, hat alles geblinkt und hatte ich 600-700 Euro gewonnen. Und dann war der Abend natürlich gerettet und so war es um mich geschehen. Geil, du kannst Geld verdienen. Fertig. Das ist verrückt, oder? Ja, jeder, den ich kenne, der hat die meisten Leute, die ich kenne, haben beim ersten Mal richtig Kohle abgesandt. Außer Toni. Toni, der bei mir in der Episode war, der Ex-Zuhälter, der, also es wird dem Ganzen nicht gerecht, das ist ein super cooler Mensch, so, aber er hat halt sich um Damen gekümmert damals. Und der hat nie gewonnen. Bei ihm ging es immer nur darum, dass er so eine Art Zuhause gesucht hat. Aber ich kenne, also bei mir war es auch so. Ich habe beim ersten Mal irgendwie einen Fünfer reingeschmissen, 200 rausgekriegt und dachte, jawohl, die Dinger sind voll geil. Auf jeden Fall. Warum gehst du überhaupt noch arbeiten? genau so. Ja, das ist voll krank. Aber das höre ich von ganz, ganz vielen Leuten, die wirklich spielsüchtig sind. Beim allerersten Mal hast du dann wirklich Glück und dann ist gleich im Kopf so, wie bei den Drogen, ne? Der erste Konsum und sowas, alles, erinnerst du dich immer dran, es ist in deinem Kopf gekoppelt und bam, du hast dieses Verlangen, das wieder zu tun, das zu wiederholen.
Was mich jetzt interessiert, ich konnte mir jetzt danke erstmal für die Offenheit, einen kleinen Einblick von dir gewinnen, verschaffen. Irgendwann kam ja dann die Entgiftung und du hast aber konsumiert und auch verkauft. Wie ist das freiwillig geschehen oder ist das im Rahmen einer richterlichen Auflage passiert oder sowas? Nee, tatsächlich freiwillig. Also irgendwann war so ein Punkt, dann 2014, 2015, ich hatte meinen Führerschein verloren, aber das hatte mich noch lange nicht bewegt, aufzuhören. Und dann hatte ich meinen Job verloren, meine Freundin, mit der ich zu diesem Zeitpunkt fast 5-6 Jahre zusammen war, der habe ich halt rein Tisch gemacht. Ich habe alles aufgedeckt, ihr alles erzählt, weil ich halt keine Lust mehr auf dieses Doppelleben hatte. Mhm. Dann hatte die mich verlassen, die war zu dem Zeitpunkt in England. Dann, ich saß halt, dadurch, dass ich einen Job verloren habe, ich saß jeden Tag auf dem Sofa, hab mich irgendwie dicht gekifft und mit irgendwelchen Sachen zugedröhnt, wollte einfach, ja, mir alles betäuben, was wirklich geht, also wirklich heftig, depressive Phase. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, es geht so nicht weiter. Hab wirklich, sag ich mal, in mich reingehört und hab's mit meinem eigenen Kopf nicht mehr ausgehalten und wusste einfach, es muss sich jetzt was ändern, sonst, wenn du jetzt keinen Schlussstrich ziehst, dann bist du in ein paar Monaten auf der Straße und mit der Spritze. Das war wirklich, ich sag mal, in allerletzter Sekunde, wenn ich da meine Eltern, also meine Mutter stand immer hinter mir, die wusste nie, was ich mache, aber die war immer hinter mir, wenn ich irgendwas hatte, wenn es mir schlecht ging, konnte ich mich auf sie verlassen und die hat halt mir da ganz, ganz große Unterstützung geboten. Und wie gesagt, ohne meine Mutter wäre ich jetzt, glaube ich, ich sage mal, gibt es drei Möglichkeiten, entweder im Knast, tot oder auf der Straße. Okay, in unbekannter Weise dicke Props an deine Mom. Auf jeden Fall, also bis heute der wichtigste Mensch in meinem Leben und Schön zu hören, sehr, sehr schön zu hören. Also auf jeden Fall was, wofür es sich lohnt, auch am Ball zu bleiben. Und hast du mit ihr mittlerweile mal darüber geredet? Klar, also ich habe ihr alles, sie weiß Bescheid und sowas alles, aber so richtig in die Materie. Wie gesagt, ich habe meine Mutter völlig zerstört. Die hat wochenlang nicht schlafen können wegen mir. Hat wirklich, die war am Ende. Die konnte nicht arbeiten und es ging nichts mehr, weil ich halt wirklich nur Probleme gemacht habe. Wenn die Polizei nicht vor ihrer Tür stand, dann stand irgendwie ein Dealer vor der Tür oder ich war wirklich, Und der wollte Geld haben, oder was? Ja, also ich habe damals mit so einem gewissen Motorradclub, sag ich mal, auch Geschäfte gemacht und die sind natürlich so skrupellos, die finden deine private Adresse raus und stellen sie dann vor die Tür, wenn du kein Geld bezahlst. Ne? Ich habe ganz, ganz viel auf Kommission nachher bekommen, weil ich das ganze Geld verzockt habe und habe mich dann nicht gemeldet, habe das Handy ausgeschaltet und natürlich aus Angst, weil du nicht bezahlen konntest und dann irgendwann stand mal ein Dealer vor der Tür, 2 Meter großer, zutätowierter Mensch und vor meiner 1,55 großen Mutter und das war auch wirklich so ein ganz krasser Moment für mich, wo ich gedacht habe, ey Lukas, du machst dich kaputt, aber jetzt ziehst du deine Mutter auch noch mit rein. Jetzt geht's nicht mehr. Okay. Eigentlich gibt's ja nur eine Farbe, die da so ein bisschen unterschiedlich ist. Ist das weiß oder gelb gewesen? Eher das erste. Okay, verstehe. Ich muss mal ganz kurz pausieren, weil hier ruft. So, die technischen Probleme und das Ganze ein bisschen verzögert. Ich habe gleich noch ein Gespräch mit einem potenziellen Sponsor, da freue ich mich drauf. Also okay, das Erstere, also weiß ist die Farbe. Und dann wenn dann so ein Typ zu Hause steht und die Kohle haben will, so dann. Auf jeden Fall. Dann wird wahrscheinlich deine Mom auch mal wissen wollen, oder wie heißt denn das grammatikalisch? Mal nachgefragt haben. Gewusst haben wollen beim, du weißt schon, was bei dir so abgeht. Ja, genau. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich auch noch nicht alles erzählt, aber wirklich dann, als ich für mich den Entschluss gefasst habe, eine Entgiftung zu machen, habe mich da wirklich erkundigt und sie hat mich dann zum Arzt, also du brauchst natürlich so eine Diagnose, dass du schon alleine versucht hast, davon wegzukommen und so es nicht geschafft hast. Und da hat sie mir halt komplett den Rücken freigehalten und mich überall hingefahren, mich überall unterstützt. Und da musste ich natürlich so,
ich sag mal, ein kleines Stück vom Kuchen geben. Ne? Also sie weiß bis heute sehr, sehr viel, aber wie krass es wirklich mit mir war, was für Mengen ich da verschoben habe und was für Leuten mit, was für Leuten ich zu tun habe und sowas alles, das weiß sie bis heute nicht. Wie gesagt, ich bin dabei, ein Buch zu schreiben, sie wird es irgendwann erfahren, aber ich weiß ganz genau, das wird sie nochmal komplett. Also. Okay. Ich glaube, eine Mutter möchte das nicht wahrhaben, dass ihr Sohn suchtkrank ist oder, sag ich mal so, tief im Drogengeschäft drin ist. Aber das wird nochmal, glaube ich, wenn sie das alles erfährt, nochmal, ja. Spannend, ne? Auf jeden Fall kann das ganz bereinigend sein. Was hast du denn deiner Mom gesagt? Als also irgendwas muss man ja sagen. Da steht so ein 2 Meter großer Rocker vor der Tür. Der hat sich bestimmt nicht in der Klingel geirrt. Nee, nee, also tatsächlich. Ganz witzig, also eigentlich ist es überhaupt nicht witzig, aber meine Mutter hat so ein ganz großes Herz und ist super lieb und so. Die hat den noch reingebeten, einen Kaffee gemacht und die haben sich unterhalten und so. Und dadurch hat er natürlich, also ich sag mal, er hat nicht alles genau erzählt, aber natürlich hat meine Mutter sich dann auch ihren Teil gedacht, dass es um Drogen ging und da musste ich natürlich auch ein bisschen was erzählen, ne? Hm, verstehe. Okay, lass uns da nicht weiter nachbohren. dann kam so langsam die Entscheidung zur Entgiftung und nach der Entgiftung hast du gesagt, okay, ich betreibe jetzt Sport. Ich habe dich gesehen bei irgendwie an so einer Reckstange. Ich krieg noch nicht mal einen Klimmzug hin, Digga. Und du machst da die, du machst da irgendwie diese nach oben Dinger. Wie heißt es? Muscle up. Und kannst bestimmt auch irgendwie The Human Flag oder wie das heißt. Ja, habe ich noch nie so wirklich. Also das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber wie gesagt, es ist halt so CrossFit-spezifisch, mache ich das. Das ist zum Beispiel so auf den Händen laufen oder es ist halt so eine Mischung aus olympischen Gewichtheben, Gymnastics, ganz viel Cardio. Es ist halt sehr, sehr umfangreich. Es gibt nie irgendwas, was du komplett, wo du dich nicht verbessern kannst, weißt du? Mhm. Das ist für mich so das Spannende auf jeden Fall. Wie heißt denn dieser Weltmeister, der so ständig Weltmeister geworden ist beim CrossFit? Matt Fraser, genau. Ja, ist er dein Vorbild? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man als CrossFitter den nicht als Vorbild hat, dann macht man was falsch. Das ist seit Jahren wirklich, das ist für mich kein Mensch. Also der dominiert seit Jahren die CrossFit-Szene und egal, wie krass du bist, dann kommt so die nächsten Jahre keiner ran, auf jeden Fall. Ich, mich ärgert es gerade, dass wir so ein bisschen die Zeit im Nacken haben, weil da könnten wir mega lang drüber reden. Was ist denn deine Intention? Was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben? Also du hast ja nicht umsonst angefangen, die Seite süchtig glücklich zu machen. Viele Sachen. Ich glaube, das ist gar nicht so komprimiert zusammenzufassen. Also zum einen ist für mich halt wirklich, da Sport wissenschaftlich erwiesen ist, dass es bei einer Suchterkrankung hilft und es keinen gibt, der wirklich da ansetzt. Also sowohl online auch offline gibt es ganz, ganz wenig Angebote, die wirklich da irgendwie sich arrangieren. Ja, zum einen das, da möchte ich halt ansetzen, die Menschen begleiten, irgendwie Struktur in ihr Leben zu bekommen und so. Ich bin auch, wie gesagt, so im Hintergrund läuft ganz, ganz viel ab mit professionellen Menschen Zugang und so, da wirklich was Cooles auf die Beine zu stellen. Da möchte ich vor allem dieses scheiß fucking Tabuthema Sucht, ich möchte, dass man da offen drüber sprechen kann, dass es nichts gibt, wofür man sich schämen muss und dieses gesellschaftliche Abwerten und so möchte ich halt irgendwie, sag ich mal, auch wenn es nur ein ganz kleines Stück ist, eliminieren, sag ich mal. Ja, das ist auch der Grund, warum wir hier miteinander sprechen. Ich meine, da haben wir dasselbe Ziel. Die Thematik ist so groß, die muss einfach mal langsam in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden. Und man muss verstehen oder die Leute, die Gesellschaft muss verstehen, dass das ein ganz normales Ding ist, dass das Konsum allgegenwärtig ist und dass wir uns nur helfen können gegenseitig, wenn wir darüber sprechen. Sonst funktioniert es nicht. Mein Grundsatz, sage ich mal, reden, sprechen. Ich war früher auch ein Mensch, der alles in sich reingefressen hat, der alles mit sich selbst ausgemacht hat. Aber das ist wirklich, reden ist einfach die beste Medizin, wenn du irgendwie Probleme hast, wenn du Sucht oder sowas alles. Okay.
Hast du Bock, dass wir nochmal irgendwie eine zweite Episode zusammen aufnehmen? Sehr, sehr, weil ich glaube, wir könnten noch voll über Persönlichkeitsentwicklung sprechen und so eine Sachen. Da würde ich jetzt vielleicht noch gar nicht drüber reden, dann machen wir noch eine zweite. Und was ich aber jetzt gerne noch mit reinnehmen würde, ist Folgendes. Zwei kleine Standardsachen, die ich immer mit drin habe. Erstens, wenn du dich selber in deiner Vergangenheit anrufen könntest und dir einen Tipp geben könntest mit dem heutigen Wissen. Mhm. Wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen? Puh. Tatsächlich glaube ich vor dem ersten chemischen Konsum. Mhm. Ich würde mir sagen, dass das nicht echt ist, dass das alles nur künstlich künstliches, dass es kein echtes Glück ist, weißt du, wie ich meine, dass es wirklich, ja, dass du dadurch nicht glücklich in deinem Leben bist, dass du dadurch keine Ziele erreichst, dass du dadurch abkackst, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich wünsche mir halt nie, dass ich irgendwie dieses Chemische entdeckt hätte für mich, ne, dieses Aufputschende, weil das wirklich mein Tod war, ne. Die synthetischen Substanzen, also ich meine, die Gefühle sind schon echt, aber sie sind nichts wert, weil man hat dafür nichts geleistet, ne? Okay, verstehe. Ja, gut nachvollziehbar, guter Punkt. Und wann war das? Schon ein bisschen verpeilt. 16 ungefähr. Okay. Wenn du also deiner Community und auch meiner Community einen Tipp mit auf den Weg geben könntest. Wohlbemerkt, in meiner Community sind tatsächlich von Eltern, von Angehörigen, selber Konsumenten, therapeutischen Einrichtungen, alles mit dabei. Mhm. Welchen Tipp würdest du mit deiner Sucht- und Vertriebserfahrung ja auch den Leuten auf den Weg geben wollen? Welchen Tipp würde ich gerne mitgeben? Für Süchtige an sich, dass es absolut nichts gibt, wofür man sich schämen muss, dass es immer Lösungen, Wege gibt, nur man muss halt wirklich aktiv werden und erkennen, dass man ein Problem hat. Für Angehörige würde ich sagen, dass man niemals einem Süchtigen direkt sagen darf, ey, du hast ein Problem, vor die Wahr stellen, entweder du hörst auf oder ich bin weg, weil es halt wirklich nicht so einfach getan ist mit dem Aufhören. Ja, also dieses Unterstützung bieten für Angehörige, halt einfach da sein und Möglichkeiten bieten, Denkanstöße geben, aber niemals vor die Wahr stellen oder sagen, du hast ein Problem. Das muss dieser Mensch selbst erkennen, sonst rennst du dagegen die Wand. Also kannst du noch so oft helfen wollen und dein Herz zerbrechen, sage ich mal, wenn du siehst, wie der Zukunft geht, aber du kannst nichts machen, solange dieserjenige nicht selbst realisiert, ich muss was ändern. Sehr guter Tipp. Vor allen Dingen gibt es so einen Leitspruch bei den anonymen Alkoholikern, der heißt, Ratschläge sind auch Schläge. Mhm. Und da ist so viel Wahrheit drin. Mhm. Also von, wie du schon gesagt hast, man kann da sein, aber unter Druck setzen ist eine ganz schlechte Idee bei Abhängigkeitserkrankten. Das geht meistens nach hinten los, außerdem macht man sich selbst kaputt. Und ich bin auch, wie gesagt, ich bin der Meinung, so tiefer du fällst, so heftiger du auf die Fresse kriegst, gerade das, auch wenn es sich doof anhört, aber gerade das macht dich später aus. Ja, total, absolut, absolut, da bin ich bei dir, da bin ich bei dir. Und es kann ja bei jedem auch ein anderer Auslöser sein, was jetzt die Definition von auf die Fresse fallen ist. Bei dem einen ist es die Frau, die wegrennt, bei dem anderen ist es Haus, Familie, alles andere verloren, so. Das muss halt dein spezieller Triggerpunkt sein, der dich zum Aufwachen bringt. Oder zum Nachdenken. Und dann wird das auch laufen. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, es gibt genau genügend Menschen, die konsumieren ohne problematisches Konsumverhalten. Auf jeden Fall. Und das sollen die auch gerne tun. Also nichts. Bin ich 100% bei dir. Also. Sauber. Gut. Also das ist ja auch so ein großes Credo von dem Podcast, ne? Nichts verteufeln, nichts verherrlichen. Ja. Aber es gibt halt viele Leute, die haben es nicht gelernt, so wie wir. Und tja.
da. Also ich glaube wirklich, die wenigsten Menschen können halt wirklich kontrolliert konsumieren. Wenn man das im Griff hat, wenn man so eine starke Persönlichkeit hat und wirklich, sag ich mal, unter kontrolliertem Konsumieren, verstehe ich, Freitag rauche ich ein Joint und ziehe zwei Nasen. Und wenn du darüber nicht gehst, wenn du das einhältst, Tigger, mach, feel free, geil. Aber ziehe ich absolut meinen Hut vor. Aber das können halt wirklich die wenigsten Menschen, ne? Also mir schon, also ja, ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal sagen, was, wie viel und so. In meinem Kopf ist irgendwie so alle halbe Jahre mal was, weil jeder, also ich spiele auch, ich habe ja jeden Tag auch die Gedanken, ja, nimmst du noch mal irgendwann irgendwas? Und ach, alles, also da können wir jetzt noch. Zum Beispiel überhaupt nicht. Ach, okay. Aber es war auch der. Ich bin so in die ambulante Therapie gegangen. Leute, ich will hier nicht für immer abstinent sein, ich will nicht Mutter Teresa werden, aber ich muss unbedingt einen Umgang damit lernen. Und erst während der Therapie habe ich gemerkt, okay, du bist Alkoholiker und mit dem Kokain, das wusstest du selbst. Und alle Arten von Stimulantien und Alkohol werde ich nie wieder anfassen in meinem Leben, weil ich weiß, das geht auf jeden Fall nach hinten los. Krass, guck mal zum Beispiel jetzt, wenn du das, ich beziehe das jetzt mal auf eine MPU, wenn du da zur MPU kommst und du sagst, du konsumierst nie wieder, das ist verkackt. Ach so, ja, crazy. Das ist absolut verkackt, weil dir das kein Mensch glaubt. Du musst sagen, das Ziel ist definitiv nicht mehr zu konsumieren, aber es kann passieren und dann musst du halt reflektieren, wo deine Risikofaktoren sind und wie du da rauskommen möchtest. Ne? Aber wenn du sagst von Anfang an, nö, ich konsumiere nie wieder, die wissen ganz genau, Digga, du liegst mich an. Also MPU ist auch nochmal ein spannendes Ding. Vielleicht können wir da nochmal drüber schnacken. Lukas, sei mir nicht sauer. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine zweite Episode, vielleicht für den Steady-Account, wenn du Bock hast. Da geht's dann über die Persönlichkeitsentwicklung. Erstmal herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schade, dass die Technik ein bisschen rumgesponnen hat. Die letzten Worte gehören dir, gehören dem Gast. Oh, was möchte ich sagen? Mir fällt gar nichts mehr so richtig ein, was ich sagen möchte jetzt. Okay, das ist es auch okay. Das ist auch in Ordnung. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinhören. Nochmal vielen lieben Dank, dass du Gast warst und verabschiede mich. Wünsche euch ein tolles Wochenende. Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.